Wunderschönen guten Morgen zu einem morgendlichen sonnigen Video. Sonne scheint ein wenig und so kann der Tag kommen. Heute ein paar Gedanken, Inspirationen für den Alltag. Nun, wir wissen ja schon mittlerweile, es gibt so eine Verbindung Bauch und Gehirn. Das Bauchdenken, das Kopfdenken. Und beides müsste man in Einklang bringen. Das kennen die meisten Menschen schon. Doch irgendwie funktioniert es nicht. Der Bauch sagt etwas, gibt Informationen über Bahnen, Energiebahnen, Nervenbahnen Richtung Kopf, aber der blockiert. Nun, warum sind diese Leitungen blockiert? Oder was könnte man machen? Ist ja wie, wenn die Telefonleitung blockiert ist oder wenn eine Person eine andere blockiert hat, dann müsste man diese mal entblocken oder säubern. Das Gehirn blockt den Bauch sozusagen, wie im Internet oder im Handy kann ich auch Menschen blocken. Das mag richtig sein, doch im Körper ist es nicht in Ordnung, wenn der Bauch, das Bauchdenken einfach abgeblockt wird. Nun, dann macht man mal die Energiebahnen frei, die Nervenbahnen, andere Bahnen und säubert diese und so kann der Bauch wieder mit dem Kopf kommunizieren. Aber wie gesagt, der Kopf mag es nicht immer so und blockiert dann so den Bauch und so hat das Gehirn sozusagen die Chefstelle inne. Aber wir wissen ja, man braucht nicht immer für die Kommunikation mit Telefonen ein Kabel. Es gibt ja auch kabellose Kommunikation. Und hier könnte der Bauch sozusagen kabellos über den universellen Messenger zum Kopf gelangen. Aber dazu müsste man sich mal um den Bauch kümmern, um das Bauchdenken oder auch um das Herzdenken. Und hier gibt es also Möglichkeiten. Doch viele versuchen auch wieder nur mit dem Denken die Logik des Denkens auszuschalten, die ja unterbewusst auch gesteuert wird, damit ja keine Informationen aus dem Bauch nach oben kommen. Und das Gehirn ist sehr geschickt, diese Telefonleitungen zu blockieren. Aber wie gesagt, der Bauch könnte ja auch einen Umweg machen und direkt über ganz andere Kanäle in Verbindung mit dem Kopf treten. Und auch hier ist das Atmen so wichtig. Diese Arbeit mit dem Bauch, Bauch aus, Bauch ein. Und hier werden natürlich einmal auch die Energiekanäle, so wie im Hals, hier so wie ein Block, freigemacht. Aber auch wenn man nur den Bauch bearbeitet, strahlen die ganzen Informationen halt irgendwie anders lang und kommen kabellos zum Gehirn. Und dann merkt das Gehirn, hey, da ist noch jemand, der was zu sagen hat. Das heißt, man sollte direkt vorbeigehen bei manchen Dingen, direkt hingehen und sagen, hey, mach mal den Weg frei. Ich möchte mit dir reden. Und so macht man es dann auch heutzutage über diese Telefone. Dann wird man blockiert und dann kann man nicht mehr kommunizieren. Wenn wirklich was zu klären ist, dann geht man einfach vorbei und spricht live mit diesen Menschen. Und so geht sozusagen das Bauchdenken auch direkt vorbei zum Gehirn und sagt, hallo, hallo, mach mal was, ändere mal was. Weil wenn man immer versucht, diesen Weg da über das Denken zu gehen, dann funktioniert es oft gar nicht. Weil das Denken und das Gehirn, das macht so wie den Hals dicht, dass diese Leitungen so wie blockiert sind, bildhaft gesehen, und das Bauchdenken gar nicht
nicht hochkommt. Es wird sozusagen unterdrückt und dann muss man eben andere Wege finden. Wie komme ich dahin, um das zu regeln? Und der universelle Messenger, der hat viele Wege. Und die Energien finden immer Wege. So wie auch die Natur zum Beispiel auf gepflasterten Wegen immer irgendwie einen Punkt findet, wo sie raus und da durch kann. Und die Intuition, das innere Wesen, die Seele findet immer Mittel und Wege, wie kann ich dieses komische Gehirndenken, das geprägt ist aus vergangenen Zeiten, wie kann ich das überlisten sozusagen, wie kann ich das umgehen, dass es mich nicht blockiert. Und das ist wiederum Arbeit. Man muss so wie diesen Bauchraum aktivieren, mit Yoga-Übungen zum Beispiel, und dann den universellen Messenger bedienen. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen verständlich. Ich kann da keine Landkarten zeigen, wo diese universellen Messenger sind oder wie man da die Leitungen aktiviert. Man muss einfach probieren, Mittel und Wege finden, und man findet immer Mittel und Wege, das Universum günstig zu stimmen, dass es einem die Wege öffnet. Aber wenn man versucht, über diese blockierten Bahnen zu gehen, funktioniert es nicht. Und mit dem Denken, das Bauchgefühl zu erklären oder anderweitige Dinge zu tun, das funktioniert eben nicht. Das Denken ist begrenzt und kann nur einen gewissen Teil vielleicht, symbolisch so der Hals, der oft so verspannt ist und wie die Energiebahnen vom Bauch nach oben oder vom Herz nach oben dicht macht. Da gibt es viele Mittel und Wege, wie man das umgehen kann. Aber es braucht Zeit, es braucht Muße, es braucht Übung, um eben zu erkennen, wo geht es lang. Also es ist möglich, diese Blocks zu umgehen. Nun, dann wird man so wie ein universeller Hacker und hackt dann die Datenleitungen und geht dann andere Wege, um zum Ziel, zum Gehirn zu kommen und mit dem mal richtig zu plaudern. Ja, das war's wieder für heute. Wünsche allen einen sonnigen Tag und gerne abonniert meinen Kanal auf YouTube. Dann sehen, hören wir uns bald wieder. Peace.